Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Epic Battle Fantasy 3 mit mir, Tim Westdorf. Wir machen weiter hier in Volcano Peak und kämpfen einfach mal weiter gegen ein Monster. Ja, aber davor gucke ich mal erstmal hier. Ja, Dragon Skulls, Dragon Finn. Nicht schlecht. Ja, ein bisschen Geld. Geld ist schick. Und Moment, lass mich doch mal kurz was nachsehen. Wir können doch bestimmt was aufwerten. Ja, in der Tat. Das hier auch und das hier auch. Nathalie, hast du was Bestimmtes? Ja? Na, guck mal, wir kommen hier jetzt eigentlich doch. Hier kann man jetzt plötzlich viel aufleveln. So, ich meinte, vielleicht sollte ich das hier nutzen, um gegen viele dieser Gegner anzugehen. Gegen viele dieser Gegner, ja. Ich korrigiere. Female, ist da noch was zu machen? Nein? Okay. Wisst ihr was? Ich glaube, ich rüste vielleicht mal kurz um. Was hast du denn jetzt? Wind, ne? Ich glaube, es wäre gut, wenn du das hier jetzt nutzen würdest. Obwohl, ja, Wir probieren es mal. Und außerdem stehen dir die Flügel sehr gut. Erdresistenz, Donner und Stun. Ja, gegen Stun resistent zu sein, ist ja nichts Schlechtes eigentlich. Ist eigentlich gut. Nathalie, du hast Synfon, ne? Das könnte ich vielleicht eigentlich öfters mal zunutze mir machen. Dieses Synfon-Ding. Und Matt. Attack Down. Lass mal sehen. Gibt es nicht noch ein bisschen was anderes, was du nutzen könntest? Du könntest dich zum Beispiel gegen Stun dich schützen, wenn... Ja. Nee, weißt du was? Du kriegst jetzt mal diesen Hut hier. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Synfon Berserk. Ja, ich glaube, das könnte so bleiben. Ja, lassen wir mal so. So, und ich kämpfe dann nochmal gegen so ein Monster, weil einfach nur wegen der EXP und den AP wegen. Die können uns dann später eigentlich einfach nur super zugutekommen. Das ist alles. So, erlaub mir einfach mal ein bisschen zu buffen. Bevor ich mich dann wirklich mit denen allen anlege. Kann ich die nicht irgendwie von dem Zustand Poison irgendwie frei machen? Nee, ne? Feuer. Da ist jemand gegen Feuer empfindlich. Oh ja, ich glaube, das bringt's gut. Ja, so gefällt mir das eigentlich. Okay. Ich glaube, ich habe eine gute Strategie. Ich heile zwar jetzt alle nochmal komplett, aber könnte eigentlich gut funktionieren, wenn... Oh. Ja, ich glaube, es funktioniert doch eigentlich ganz gut. Dann... That flame could make go to Berserk. Oh, warte mal. Ist jetzt aber kein Berserk da, oder? Stopp. Du machst Kaffee? Kaffee, 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 ja. Und dann kann Lance gleich ein bisschen Terror machen mit Dings, wie heißt es? Flammenwerfer da. Ich hoffe, das bringt was. Der lebt ja noch. Au. Das ist nicht schön. Na, aber wofür haben wir Regen, hä? Nicht zum Spaß. So viel ist klar.
komm. Erhöhe einfach mal deine Angriffskraft und dann schießt du einfach mal diesen ab, damit der einfach mal mit Sicherheit abdankt, ja. Und für den anderen lassen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen Zeit. Und dann buffen wir einfach mal ein bisschen, was das Zeug hält. Und mit Protect. Und dann nochmal mit Magieverteidigung. Obwohl, weißt du was, du kannst einfach mal, vielleicht jetzt einfach mal ein bisschen deine Magie selbst steigern. Wäre, glaube ich, ganz gut. Und dann schießt du einfach nochmal mit, hier, mit dem Flammenwerfer. Und ja, Flamme, das wird doch bestimmt funktionieren hier, oder? Nee, okay, das ist ein physischer Angriff. Tja, Mist. Aber, na, yep, ich glaube, ich hab's. Und den perfekten Zauber. Ja, zweite Welle. Wasser, Poison, Holy. Sind noch andere gegen Gift empfindlich? Nein. Dann, ja, was mache ich jetzt? Ich würde mich jetzt mal gern um den hier kümmern. Einfach mal ganz schnell. Gegen magischen Schaden immun. Wasser, Gift, heilig. Ja, ich glaube, es hier wäre vielleicht sinnvoller. Einfach mal die Verteidigung zu reduzieren. Von unseren Gegnern. Bitte jetzt nicht irgendwie noch was ganz, ganz krasses auf Lenz. Harte Nerven. Das ist das, was hier gefordert wird. Holy, holy, holy. Ich hoffe, du bist... Also, es ging magischen Schaden immun, ne? Immun to magical damage. Also, das heißt, das müsste ja eigentlich dann hier funktionieren gegen diesen Pudding da. Weil es ja ein physischer Angriff ist, ne? Ja, 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 ja. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So gefällt mir das. Und du kannst einfach mal Judgment machen auf eine unserer Gespenster. Unsere gespenstischen Gegner. Und du schießt dann jetzt einfach nochmal so richtig drauf, damit er ja keinen weiteren Ärger macht. Dann sind wir mit Sicherheit schon sicherer. Und ganz ehrlich, was erlaubt er sich so oft reinzuhämmern? Das ist ja abartig. Gut, also er heilt sich nochmal, das ist in Ordnung. Aber... Ist das instant? Ja, instant genug. Das gefällt mir. Du bist Wasser, Wind und Eis, ne? Wind, bitteschön. Hey, eine schöne Zahl. Danke, dass du meine Limitleiste voll gemacht hast. Ja, ich glaube, Eis könnte gehen. Und zwar sowas von. Gut. Lass uns weitergehen. Dankbar, wir sind dankbar für die Erfahrungspunkte und die Ability-Punkte, also EXP und AP. Ihr kennt mit Sicherheit das ganze Kürzel. Und weiter. Und es hat wirklich so etwas den Anschein, als würden wir doch sicher weiterkommen. Man muss sich eben nur Zeit nehmen für die Dinge, ne? Einfach ein bisschen Geduld. Geduld wird belohnt. Geduld ist eine Tugend, ne? Nicht eure Tugend vergessen und euer Pflichtbewusstsein und so. Wie komme ich denn zu der Kiste dahin? Komm ich da? Ich glaube, da komm ich jetzt noch nicht hin. Naja, erstmal speichern wir nochmal. Einfach zur Sicherheit, denn dieses Monolith oder dieser dunkle Stein, der wird mit Sicherheit jetzt noch ganz viel Kummer machen.
So, ich glaube, so langsam kristallisiert sich für mich eine kleine Taktik heraus. Ja, könnte durchaus funktionieren. Poison Donner. Poison, aber wartet mal, was wart ihr nicht irgendwie immun gegen magische Angriffe oder so? Nee, anscheinend nicht. Poison. Wenn es funktioniert. Donnersturm. Und wenn wir schon mal dabei sind, Plasma Cross. Jo. Dann buff ich mal mich zur nächsten Runde einfach mal ein bisschen mit Heal Protect und mit Magiebarriere und dann gleich noch mit Regen. Kannst du nicht auch irgendwas buffen? Mit Sicherheit. Steigert die Treffsicherheit. Aber, ja, naja, ist gut, aber... komm, greif einfach mal an. Oh, haben wir jetzt MP absorbiert? Wenn ja, dann ist das eigentlich richtig cool. So. Genau. Regen, bitte. Limit Move hebe ich mir auf, für alle Fälle. Und du Donner, ne? Ich glaube, ich bin mal so frech und benutze einfach mal das Plasma Cross nochmal. So, ich hoffe, es kommt jetzt nichts Schlimmes für uns. Ja, das war ja so ein Mega-Drama. Oh ja! Ey. Ey, wirklich, das kann doch niemand ernst nehmen. Wirklich jetzt mal. Oder? Natalie, belebt einfach mal Revive. Ja, okay, was heißt, ja, ich sollte diesen Kampf besser ernst nehmen. Weil es geht jetzt hier wirklich tatsächlich so, irgendwie so ein bisschen um Leben und Tod, ne? Und komm, mach deinen Limit Move. Kann jetzt absolut nicht schaden. So, zumindest sind diese Büsche schon mal weg. Und wirf einfach mal eine... Gib uns mal ein bisschen Ananas, Lance. Sei so gut. So, das Ding bufft sich. So. Und ich sehe mich gezwungen, das nochmal mit Dispel nochmal zu neutralisieren. Und, wartet mal. Lowers Foes Evade. Und Donner. Ich weiß nicht, wann das nochmal mit irgendwas kommt. Warte mal mit. Mensch. Mit so einem Kamehameha kommt. Ich glaube, erst übernächste Runde wieder. Aber womit greife ich jetzt mit dir an? Ich muss auch mit irgendwas Gutem, irgendwas ganz Besonderem mit dir angreifen können. Oder, ja, wird sich zwar vielleicht heilen, aber... Ja, um 10.000 Punkte. Oh mein Gott. Die Spell... Wind bist du resistent, ne? Boah. Junge. Habe ich nicht irgendwas Neutrales? Irgendein elementneutraler Angriff? Ja, das Problem ist, ich habe jetzt nämlich Holy, obwohl, ja, Holy könnte ja eigentlich gut funktionieren, aber... Nee, stopp. Du heilst einfach mal deinen Kameraden mit einer Kokosnuss und dann macht einfach mal nochmal Natalie
Nee, komm, Natalie macht Kyun. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal... Mo! Hä, das kenne ich jetzt nicht, aber okay. Donner. Plasma Cross. Aber es fügt schon mal Schaden zu. Und bitte, jetzt kein To, kein... Oh, danke. Sick, man. Ja, obwohl, das macht ja eigentlich doch noch ganz schön viel Schaden. Mats Angriff, obwohl es ein bisschen, obwohl er resistent gegen Holy ist. Komm. Oh ja, Donnerwetter, ich hab's tatsächlich unterschätzt. Ist er irgendwie immun gegen magischen Schaden? Nee. Aber, Donner. Donner, ne? Donner. Hier. Thank goodness. Guck mal, wie viel EXP wir kriegen. Also ich habe eigentlich so in Erinnerung, dass man sechsstellige Zahlen im Bereich EXP erst vor dem Kampf gegen Akron diese Dimension da bekommt. Aber okay. Je mehr, desto besser. Okay. Runter. So, ich muss jetzt einfach nach jedem Kampf einfach mal abspeichern. Einfach nur, damit ich mir so richtig sicher bin. Dass ich nichts irgendwie nochmal wiederholen muss, wenn ich mal was vermasselt habe. Aber als vermasseln sollte man eher nicht denken, sondern man sollte eher ein bisschen mehr etwas auf den Erfolg gepolt sein. Aber Rücksicht nehmen auf das Vermasseln. Also alles so im Gleichgewicht. Kennt ihr, ne? Mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Ihr kennt ja bestimmt die Lehre von Yin und Yang. Männlich und weiblich im Ausgleich. Alles ausgeglichen. Das ist im Grunde die gesunde Dosis. Der gute Mittelweg. Bombe, Donner, ja. Wind, wie sieht's mit Wind aus? Ja, sieht jetzt nicht unbedingt nach schlimm aus, aber zum Thema Wind, aber ja. Komm, mach dein Plasma Cross. Wir sind ja empfindlich gegen Donner. I don't think these guys have the spirit to pull off a Giga Drill Breaker. Good for us. Was immer du sagst, Natalie. Es wird definitiv das Richtige sein. Heilung. Und ich weiß zwar jetzt nicht, ob das irgendwie so richtig passend... Ne, komm, wir machen einfach nochmal dieses Plasma Cross. Das gefällt mir. I think he needed more rum. So, einfach jetzt zur Vorsorge. Erstmal Magiebarriere. Dann kann vielleicht noch... Nee, du greifst jetzt erstmal wieder an. Und zwar mit... Du hast nichts mit Donner, ne? Ja, komm, mach Nägel mit Köpfen. Was ist die zweite Welle? Ich hoffe nicht nochmal so ein Monolith. Ah, wisst ihr was? Irgendwie sagt mir mein Instinkt, ich soll den Ionenstrahl verwenden. Tatsache, die Limit Breaks kann man hier jetzt so oft nutzen. So viel. Und wenn man mal für einen Bosskampf einfach mal wieder ein bisschen Limitleiste auffüllen will und ja, da geht das hier definitiv am besten in Minutenschnelle. Power Metal, komm. Damit wir alle was davon haben. So. Donner. Warte mal, was ist das? Attack Down. Oh, okay, Attack Down.
Das haben wir, ich glaube, das haben wir durch den Ionenstrahl jetzt verursacht. Diesen Debuff. Diese Statusverminderung. Angriffskraftverminderung. Oh, klasse! Ein schöner Konter. Und nochmal, weil es so schön war. Matt war bestimmt mal bei Wacken. Da würde ich... Das würde ich mir auch mal gern ansehen, Wacken. Das ist bestimmt cool. Da war ich nämlich noch nie. Ich sollte das bestimmt mal nachholen. Einfach mal dahin zu gehen, mir ein bisschen mal ein Bild daraus zu machen. Und auch das ist maximiert in Sekundenschnelle. Nathalie, du kannst auch bestimmt auch noch was Schönes aufwerten, ne? Den Donnersturm zum Beispiel. Und den Feuersturm. Guck mal, ich kann fast gar nichts mehr mit euch maximieren. Also gar nichts mehr an AP verteilen. Ihr habt's ja fast. Ihr seid fast am Ende eurer Reise. Und du, Lenz, du wirst der Erste sein, der alles maximiert hat. Du brauchst nur noch ein kleines bisschen. Nicht weinen. Es kommt ja bald wieder, ne? Die AP kommen hier ganz, ganz schnell. Und lasst die HP zu euch kommen, egal wie. Magic Points, Treffsicherheit. Nutzt es. Und wir kriegen nochmal. Schön. Ihr sagt jetzt auch nichts mehr groß. Was anderes? Nee, okay. Komm. Choco Cornet kann dann jemand noch haben. Diese zwei. Ja. Matt hat jetzt tatsächlich sehr viel HP bekommen und oh. Ah, wir kriegen nochmal Gesellschaft. Und der letzte Magic Circle. Hey, wir können jetzt im nächsten Part die Quest abschließen. Ja, Betonung liegt auf nächster Part, denn tatsächlich will ich hier erst nochmal eine kleine Pause machen, okay? Ich mache mich schon mal ein bisschen kampfbereit für den nächsten Kampf. Ja, indem ich hin und her laufe und MP regeneriere und dann speichere ich ab. Und dann, ein bisschen können wir noch hin und her laufen. Noch ein bisschen. Ja, so ist es in Ordnung. Alle grinsen, alle lächeln. Das gefällt mir. Das ist ein gutes Zeichen. Und, liebe Leute, ich mache dann hier jetzt wirklich eine kleine Pause und lasst es euch bis zum nächsten Part sehr, sehr gut gehen. Bleibt immer stets gesund, optimistisch und ihr selbst und macht euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Team WSRF und ciao.